Gut, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Kantonspolizei St. Gallen, Verkehrsinstruktion Mehls, zum Thema toter Winkel. Da geht es um den sichttoten Raum, wo der Chauffeur oder die Chauffeusin hat, währenddem, dass der Lastwagen, grosse Fahrzeug, bei einer Kreuzung rechts abbiegt. Das Thema schauen wir miteinander heute an. Im ersten Teil haben wir eine PowerPoint-Show, haben wir nur Bilder, die ich euch probiere zu erklären, das Thema näher bringen. Im zweiten Teil gehen wir raus und dann praktisch beim Lastwagen darf jedes Kind hineinsitzen und auch der Velofahrer oder die Velofahrerin spielen und eins zu eins erleben. Wir haben ganz ungleiche Partner. Das sehen wir auch hier schon. Wenn wir hier nur den Lastwagen haben und nebenzu ihr als Menschen, als Kind sind, dann ist das ein grösseres Verhältnis, das einfach riesig ist. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr vom Lastwagen überholt werdet? Da wären jetzt ihr. Immer jedes Mädchen von euch und je nachdem auch jetzt der Bub. Könnt ihr euch vorstellen. Wie fühlt ihr euch? Eher eingegängt, bedrohlich, ängstlich. Diese Masse müsst ihr nicht können. Einen Test von Mensch und Umwelt. Frau Wortner fragt euch da nicht ab. Aber dass ihr es einfach mal sehen, das ist 18,75 m. Das ist noch 10 Meter länger als der Lastwagen, den wir nachher hier draußen haben. 18,75 m ist, wenn alles zusammen hier gemessen wird mit dem Anhänger und dem Zugfahrzeug. 40.000 Kilo. Ich habe das Ganze 40 Tonnen hier. Das ist wahnsinnig schwer, das ist ein unheimliches Gewicht. Wenn natürlich ein Rad hat natürlich dann nicht 40 Tonnen, sondern wenn wir vier Räder haben, werden dann nur ein Viertel von, nur 10 Tonnen. Aber selbst da würde natürlich ein menschlicher Körper nie überleben, wenn man von so einem Rad überholt wird. Breite, mit dem könnt ihr definitiv nicht in die Migros posten, weil ihr habt nie einen Parkplatz. Gell? Dort sind Parkfelder etwa 2,30 und wir haben hier 2,55. Dann die Höhe, das könnt ihr sehr gut euch vorstellen. Normal haben wir in einem Haus, in einem öffentlichen Gebäude oder so wie hier, da ist so eine Tür, sagen, ist 1,98 m bis 2,01 m. Also wir nehmen jetzt an, das ist 2 Meter hier. Das ist genau das Doppelte von dieser Höhe von der Tür, die es ist. Wie ist dein Name? Natalia. Ja, das Natalia. Wenn denn du einmal hast, stehst du aus dem Lastwagen, oder? Dann siehst du es. Dann gehst du nur etwa bis hierher. Du bist gerade etwa in dem Verhältnis wie hier. Das Playmobil-Figürchen gegenüber dem Modell, das wir hier haben. Du gehst dann mit dem Kopf nur etwa bis hierher. Und wenn du dann raufschaust, ist das wahnsinnig weit. Gell? Also wir haben keine Chance gegen das. Jetzt, wie kann der Chauffeur, die Velofahrerin, die rechts neben dem führen geht, zu sehen? Oder eine Ahnung? Genau und genau gesagt, jetzt hat man Seitenspiegel. He? Richtig, wenn er hineinschaut. Das ist richtig. Zu dem kommen wir aber jetzt noch. Die modernen Lastwagen, so wie sie auch vorgestellt worden sind, jetzt im Autosalon in Genf, die haben schon sehr viele technische Hilfsmittel und Einrichtungen, dass man auch da immer sehen sollte. Aber auch da ist nur dann sicher, wenn er die technischen Mittel überhaupt nutzt und dementsprechend eingeschaltet hat und die beachtet. Aber es hat natürlich nicht nur allzu so hochmoderne Hightech-Lastwagen unterwegs. Es gibt auch ältere, die nur das Minimum haben an Spiegel. Wenn ihr nachher die Spiegel anschaut, wenn ihr innen sitzt und anschaut, da haben wir immer zwei Bilder. Eins, wo ihr in der Position seid, neben dem Lastwagen. Und dementsprechend, wo ihr da seid, sieht man euch hier im plombierten Spiegel, das ist ein Weitwinkelspiegel, oder im 1:1-Spiegel. Der 1:1-Spiegel ist der Spiegel, den ihr daheim oben im Lavabo habt, wo ihr reinschaut, wenn ihr am Morgen ankommt oder die Zähne putzt. Der hier, ein anderes Sichtfeld, das ist ein plombierter Spiegel und darum ein anderer Winkel. Ihr seht hier, jetzt, selbst bei der Beleuchtung, sieht man es relativ gut, dank dem, dass der Mädchen eine Ferrari-rote Jacke anhat. Wenn ihr dürft auslesen daheim, bei einer Jacke, die ihr postet mit der Mami oder dem Papi, dann bitte so leuchtig wie möglich die Jacke wählen. Desto besser sieht man euch. Nachher dürft ihr in der rund 200.000 Franken Lastwagen hineinsitzen und dürft hier die Hände anheben und hier den Spiegel anschauen. Wenn ihr jetzt von hinten so kommt, dann seht ihr euch im Seitenspiegel. Jetzt müssen wir aber mal ganz ehrlich sein.
Die Menschen, die Lastwagenchauffeure sind oder Chauffeure sind, zwischenzeitlich immer mehr Frauen, die diesen Beruf haben, das sind vermutlich schon eher Fan von Technik oder von schönen Autos und von guten Autos und von modernen Autos. Also, wenn jetzt der hier rein sitzt und da kommt ein roter Ferrari zu fahren, wo schaut der vielleicht her? Dort sicher zum roten Ferrari. Und wenn er genau in dem Moment Führer fährst mit dem Velo, hat er dich hier nicht gesehen. Gell? Also, die Ablenkung, das war übrigens auch ein Thema. Letztes Jahr und vorletztes Jahr war die Unfallursache Nummer 1 im Kanton St. Gallen. Ablenkung, eins davon ist vielleicht das iPhone oder so, wo wir irgendwo eine Ablenkung haben, wo die Unfallursache wirklich am meisten Unfall darum geht. Und auch dort, die Ablenkung ist vielleicht gross, vielleicht laufen da gerade Menschen durch, die er anschaut, oder ein Helikopter fliegt tief drüber und er schaut dort rauf, irgendetwas, und er schaut einfach nicht immer da rein. Also die Garantie, dass er immer da rein schaut, haben wir nicht. Da muss man ganz bewusst sein. Zudem kennt ihr den auch nicht, der drin sitzt. Gell? Das sind vielleicht nicht einfach nur Chauffeure hier bei AEC, weil er vom Toldo oder vom Jules Peter oder vom Käppeli oder die, die alle hier rumfahren. Das sind vielleicht auch solche, die gerade bei euch, beim Schöller Textil und so, international von allen Teilen der Welt hier hinfahren. Gell? Da sehen wir sie relativ gut. Im 1-2-Spiegel, im Weitwinkelspiegel noch klein. Wenn wir jetzt hier mit dem Zeitraffer arbeiten, wie sie führen fährt, wie eine Superzeitlupe, dann sieht man sie hier relativ gut. Da ist sie unmittelbar hinter der Führerkabine, da ein Stück. Aber nur dann, wenn er reinschaut. Wenn dann gerade dein roter Ferrari kommt, den du richtig beschrieben hast, dann schaut er vielleicht eben dort noch und sieht den nicht. Oder die? Da ist sie unmittelbar hinter der Fahrgastzelle, wie es heisst, oder der Führerkabine. Was könnte der Chauffeur jetzt denken, wenn er mit den Augen, mit der optischen Wahrnehmung einfach schnell an den Spiegel anschaut und nachher vorne raus, wenn er da drüber schweift mit den Augen? Was könnte er da denken, wenn er das da so sieht? Genau, es ist gerne niemand dort. Gell? Für ihn ist es schon abgehökelt. Ah, da ist niemand. Ah, hast du den gesehen? Da? Obwohl es der Helm blaufarbig ist, sieht man ihn nicht gut. Eine Zufälligkeit hier, haben wir noch eine Reparaturstelle im Teerbelag, graufarbige. Wenn der Helm auch noch graufarbig wäre, dann würde er in der Hintergrundfarbe verschwinden, man sehe den gerne nicht. Und bei dem Unfall ist es ja immer ein bisschen so. Ein Unfall passiert eben genau darum, wenn man am falschen Moment am falschen Ort ist. Sonst würde es gerne eingehen. Und dass wir dann hier immer am richtigen Ort stehen, das lernen wir ja heute als Ziel davon. Wo ist sie echt da? Das Bauchgefühl von dem Mädchen sagt man sicher, oder könnte er sein, ja, da bin ich ja unmittelbar nebenzu. Da bin ich ja gerade da. Der muss doch mich sehen, wenn ich so nahe bin bei ihm. Und das täuscht genau. Das Bild müsst ihr mitnehmen. Wir erleben denn das heute 1:1 im Lastwagen aus noch. Da ist es im toten Winkel. Da dürfen wir nie sein. Da. Das ist tödliche Gefahr. Weil schaut mal, da kann er den ganzen Tag hineinschauen, er sieht euch nicht. Und wenn ihr den ganzen Tag hineinschaut, da seht ihr leer. Das erlebt ihr denn heute und das müsst ihr dann mitnehmen in die Erinnerung und auch gerne vergessen, dass man euch da wirklich nicht sieht. Ihr sitzt dann da hinein im Lastwagen und da kommt ihr abwechslungsweise mit dem Velo selber den Führer und ihr seht dann da die Kollegin oder der Kollege nicht in dem Spiegel. Weil jeder ist, alles, was hier graufarbig ist, das ist der sichttote Raum. Nachher, anschliessend schaut ihr dem vorne raus und seht dann hier die Velofahrerin oder der Velofahrer, wenn er sich entfernt vom Lastwagen, die Seite hier. Wenn er jetzt raus schaut, dann sieht er hier bereits den Kopf, den Helm und die Schulterpartie vom Menschen. Jetzt komme ich aber wieder mit dem Spruch mit mir, im falschen Moment, am falschen Ort. Darum hat es einen Unfall gegeben. Was haben manchmal hier die Lastwagenchauffeure drin? Habt ihr das schon gesehen? So rechteckig da, dass es schön und gemütlich und so. Was hat es da manchmal? Name. Sehr gut. Der Name hat es dort. Der Name, der eigen. Gell? Manchmal auch der von der Freundin. Manchmal mit dem St. Galler Wäppeli drauf oder Schweizer Wäppeli. Vielleicht hat er nicht das neueste GPS drin und hat da noch Landkarte, wenn er irgendwo von der Tschechei kommt, von Polen, von Rumänien oder weiss ich wo. Gell? Buchs ein Stanzas-Lager fährt oder ein Zollfreilager, dann hat er da vielleicht noch irgendwie einen Lieferschein drin. Also die Möglichkeit ist auch da, obwohl er so reinschaut, dass er die gerne sieht.
Selbst wenn sie so weit vorne ist, schaut mal, und der vorne raus schaut da, sieht man sie nicht sicher. Das heisst, er sieht sie da schon. Falscher Moment und falscher Ort. Wie sieht das Bild aus? Könnt ihr euch das vorstellen im Vorstellungsvermögen, wenn der Lastwagen einen Meter weiter hin ist? Wie sieht denn das Bild aus? Dann wäre sie genau unter der technischen Hilfseinrichtung von dem Lastwagen, das ist der Spurassistent, dann würde er genau die überdecken. Selbst dann haben wir nicht einmal eine hundertprozentige Sicherheit. Nachher muss der Chauffeur vielleicht schauen, wie komme ich mit meinem riesigen Gefährt hier um die Kurven herum? Wie komme ich herum? Er schaut ihn vielleicht an, wenn er rumkommt. Er schaut an den Wegweiser an und so weiter. Es ist ja vielleicht eben ein Chauffeur, der von Polen kommt, der sich nicht auskennt, da bei AEC. Da muss man noch ganz genau schauen. Dazu ist er vielleicht nicht erst 10 Minuten im Lastwagen. Er ist schon viele, viele Stunden gefahren und er ist müde. Und er ist jetzt endlich am Ziel. Und dann lässt vielleicht auch die Konzentration ein bisschen an von dem Chauffeur. Er freut sich, dass er endlich dann ankommt. Er ist müde und will dann dort das Ziel so gut wie möglich erreichen. Früher, das ist bereits vor 20 Jahren, hat es einige Unfälle gegeben im Kanton St. Gallen mit Schulkind wegen dem toten Winkel. Seither machen wir das. Die Lektionen und seither, wenn wir ein bisschen Holz anlangen, das spricht aber auch für euch, machen das am sehr gut, haben wir keinen Unfall mehr mit Schulkind und einem toten Winkel. Der tote Winkel ist ja da, wenn der Lastwagen hier nach rechts geht und ich aber grundsätzlich hier ja geradeaus fahren will, dass er dann eben bei den Kurven im Radius hier macht, die Räder nicht den gleichen Kreis wie die da vorne. Und die kommen ja dann da rein und dann wird er hier umgeworfen. Und wird dann mit diesen Rädern hier anschliessend überfahren. Also ungefähr der geht ja dann hier geradeaus, oder? Und der Lastwagen geht aber nach rechts, wenn beide grüne Runden angenommen. Und der hier würde dann hier umfliegen und mit diesen Rädern überfahren werden. Dass das nicht so passieren oder weniger ganz sicher, oder ja, Stil wäre gerne nie, hat das Gesetz reagiert dort mal und man muss einen Seitenaufprallschutz haben. Aber auch da ist nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Wenn man da das Zugfahrzeug haben und hier den Anhänger. Gell? Und er zieht dann an, wenn wir hier einen Abstand haben, dass er überhaupt keinen Bogen fahren kann. Wenn ihr Pech habt, sind ihr genau da, gehen dann in die Oberstufe schon bald einmal, haben noch die Sporttasche dabei, die Gitarre und die Schulmappe und irgendwo hat es in den Sporttaschen noch viel so Bändel. Gell? Und der würde hier genau nach rechts gehen. In dem Moment, wo ihr hier geradeaus geht, wäre es ja möglich, dass er hier am Bändel einhängt und euch hier drunter schränzt und dann mit dem Rad in dem Bereich hier überfahren werden. Also auch da ist nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Vorne haben wir ebenfalls einen seitlichen Raum. Den schauen wir dann gleich direkt am Lastwagen an, vorne. Ich zeige euch dort ein Beispiel. Wir haben ja hier noch nicht lange von einer älteren Frau einen Unfall gehabt. Ich zeige euch den draußen. Was wir leider hatten, ist schweizweit hat es mal einen Unfall gegeben, noch nicht so lange, mit einer 12-jährigen Mädchen im Kanton Luzern in Kriens, wo Nicole unter das Fahrzeug kam. Sie wollte hier geradeaus fahren. Nicole, schaut, der Lastwagen ist nach rechts, hat sie umgeworfen und hier auf dem Zebrastreifen hat er sie überfahren. Wenn man das so anschaut, wenn ihr euch das so vorstellt, ihr seid nachher hier im Lastwagen rein, draußen. Und ihr würdet hier rein sitzen, also schauen wir jetzt das Bild von oben an. Anschauen. Ist das gut? Habt ihr das begriffen? Hier, Vorstellungsvermögen. Das ist das Fahrzeug. He? Gut. Ihr sitzt hier rein und jetzt schaut ihr zu den Scheiben aus. Alles, was ihr hier seht, schaut, das hier, seht ihr direkt, wenn ihr raus schaut zu den Scheiben. Das hier, wo hier schraffiert ist, nur dieser Teil, seht ihr im Seitenspiegel. Da. Wo dann ihr eben führen fahren würdet mit dem Velo, merkt ihr? Und alles, was rotfarbig ist, da, sieht man nicht aus dem Lastwagen raus. Als Lastwagen-Chauffeur und Chauffeur sind. Das ist das, was ihr nachher jetzt ein 1:1 erlebt. Ihr seht hier, schaut mal. Der Chauffeur fährt hin. Ist rot. Der Bub, der kommt, ich weiß nicht, vielleicht hat er abgemacht zum Fußballspielen hier in Dalmend. Er pressiert ihn sicher, dass er ja nicht ins Goal muss, vielleicht. Vielleicht will er dann im Sturm spielen. Wenn der Chauffeur jetzt schaut, dann sieht er ihn, aber er geht gerne nicht lang, sonst ist er schon weg. Ziemlich sicher, oder vielleicht einfach natürlich, hat er vielleicht den Menschen zugeschaut, die vor ihm, unmittelbar vor ihm über den Zebrastreifen laufen. Seht ihr?
Zwischenzeitlich ist der ein sichtoter Raum gefahren. Hier. Seht ihr? Ist rot, gelb, orange. Er macht sich bereit, er schaut in den Spiegel. Ist grün, er blinkt auch nicht. Erst jetzt fängt er an zu blinken und jetzt fährt er weg. Wenn der Bub jetzt nur etwas schneller ist, würde er jetzt hier umfliegen und mit diesen Rädern hier überfahren werden. Ihr seht, das ist noch recht mutig. Das ist eine gestellte Aufnahme, ist wahnsinnig nah herangefahren. He? Da schauen wir jetzt an, draussen direkt 1:1, erkläre ich euch da dort am Lastwagen. Gut, da haben wir tipptopp einen Mercedes-Lastwagen, den wir überkommen, hier von der Firma Alther in Eslau extra zum euch zeigen, dass auch ja nie ein Unfall passiert. Wenn wir hier 1845 haben, was könnte das heissen? Wer hat da eine Ahnung? Baut? Nein, das ist definitiv nicht. Der Kanton St. Gallen hat 1803 gegründet, gell? Also da wäre dann sagt er nicht so. Nein, schaut, das könnt ihr ja nicht wissen. Wenn er die ersten zwei Zahlen nimmt und 3-0 hat, dann nehmen wir 18'000 Kilo, die er laden darf. Also das ist nicht ein 40-Tonner, sondern 18'000 Kilo. Und wenn er die letzten zwei Zahlen nimmt und 1-0, dann hat er die Stärke vom Auto. Das ist 450 PS. Pferdestärke. Ihr wisst alle, wie ein Pferd aussieht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass 450 Pferde hier so stark ist. Das ist mega stark. Jetzt schauen wir mal an, wie wir denn hier rein arbeiten müssen mit dem Fahrzeug hier. Gut, Simona, du darfst mal reinstehen. Da reingehen. Und jetzt schaut, wenn sie raufgeht. Tönt auch nicht am Steuerrad aufziehen, sondern an diesen beiden Griffen. Gehen wir mal rauf. Gut. Nachher brauche ich noch die dort. Komm. Ja, jetzt bist du. Natalia, schau, wir haben es von der Körpergröße her. Schau mal an, Natalia. Simone sitzt weit oben. Gell? Also, wenn ihr oben runter geht, da seht ihr einmal den Grössenvergleich. Wenn ihr oben runter geht, nicht runtergumpen, sonst habt ihr je nachdem noch eine Bänderzehrung oder einen Bänderriss am Fuß, sondern wieder normal runterklettern. Diejenigen, die nachher drin waren, müssen nachher runter und können gleich hinten hinter dem Lastwagen durchlaufen und wieder einstehen in der Kolonne. Ist gut. Du musst jetzt dann reinsitzen. Den Steuerrad heben und in denselben Spiegel schauen dort hinten. Gut. Ich bin nachher hinten am Auto parat und oder winken. Dann tust du mir winken, dann weiss ich, du siehst mich und dann fange ich an zu fahren. Wenn du mich nicht mehr siehst, rufst du ganz laut Stopp. Und dann schaust du vorne raus. Und wenn du mich wieder siehst, rufst du jetzt. Gut. Nachher machen wir weiter. Gut. Ihr dürft aufschauen in den Spiegel. He? Manchmal blendet es jetzt bei euch sehr gut. Mit einem guten Tag. Du wärst ausgebildete Chauffeurin im Lastwagen. Frau Ordner wäre mit der Klasse weg. Kannst du dir vorstellen? Molankegel sind weg, Triobahn sind weg und das Velo. Du schaust nachher ganz gut in den Spiegel und sagst mir, ob du wegfahren oder nicht. Richtig reinführen, ist gut. Ich habe jetzt Simona gefragt, ob sie wegfahren würde, wenn ihr weg wäret. Die Molankegel sind weg, die Triobahn sind weg. Ja, jetzt ist du. Jan habe ich da vorne angestellt. Sie hat ja da nie gesehen. Schauen wir mal, was passiert. Simona hat zuerst gesagt, ja, da sei ich noch rumgelaufen, da wäre sie nicht weggefahren. Nachher war sie aber da oben, hat rausgeschaut zu der Frontscheibe vom Lastwagen, hat alle Spiegel beobachtet und hat gesagt, ja, mal, jetzt wäre sie weggefahren. Wenn wir aber jetzt genau schauen, sehen, da hat sie den Jan nicht gesehen. Sie hat auch nicht gesehen, wo er vorne angestellt hat. Sie hat es selber gefahren. Da, das ist jetzt der sichttote Raum, den wir vorne haben. Vor dem Fahrzeug haben wir da ebenfalls einen toten Winkel. Er ist jetzt vorne im sichttoten Raum gegenüber der Chauffeurin oder dem Chauffeur. Gut. Jetzt machen wir das mit jedem Kind. Jedes muss führen fahren und jedes muss in den Lastwagen steigen. Ich zeige euch das nochmal ganz genau vor. Und dann erlebt ihr das Spiegelerlebnis hier dann nachher erleben. He? Gut. Thank you.
Jetzt.